Hallo Leute, ich bin gerade am Bahnhof von Achim und ich dachte, ich nehme mich heute mal ein bisschen mit, wie ich sozusagen meinen GNTM-Abend verbringe. Hier ist auch schon meine Freundin und wir fahren jetzt noch zu einer anderen Freundin und dann holen wir was zu essen. Und heute ist ja auch das große Umstyling, dann können wir endlich diese Mützen absetzen. Deswegen freue ich mich schon sehr und wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja, jetzt schon, ne? Damit wir schneller später nach Hause kommen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in Bremen angekommen und machen uns jetzt auf den Weg. So, Leute, das ist der wunderschöne Bremer Hauptbahnhof. Wow, wow, wow. Beautiful. Wucherpreise. Gemeindet. Boah. Guck mal bitte. Was ist das? Boah, wie frech, Junge. So Leute, das ist das schöne Bremen. Der schöne Bremer Hauptbahnhof. Wow. Einfach defekt. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Wollen wir eigentlich die Masken abmachen? Ja. Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich will Pizza essen. Und Jojo möchte lieber Sushi. Deswegen holen wir jetzt Fizzy Sushi. Oha. So, was möchte die Dame denn? Die Dame möchte gerne Sushi, bitte. Ja, du warst für ein. Also ich bin ja für California Roads. Ich war am geilsten. Oh Gott, das wird noch gut. Allerdings suchen wir jetzt irgendwie einen Laden, wo wir Pizza herkriegen. Also, keine Ahnung wo. Wir wollen nämlich auch am liebsten italienische Pizza und keine amerikanische. Ja, und irgendwie fällt mir gerade nicht ein, wo es hier Pizza gibt. So, super. Irgendwie ist es mega schwer, Pizza zu finden. Ich weiß auch nicht warum. Ich esse sonst auch eigentlich immer nicht Pizza. Sondern irgendwas anderes. Und jetzt gerade, wo ich heute Pizza essen will, finden wir irgendwie keinen Pizzaladen. Ja, mal gucken, ob wir Pizza finden. Ja, wir haben jetzt Pizza und Sauce verlaufen. Das ist unsere Bahn. Ehrlich jetzt? Ich hab schon. Let's go! Na, möchtest du dich setzen?
jetzt alles. Und es regnet. Und das Wetter ist einfach ekelhaft. Aber naja, wir sind ja gleich da. Jetzt einmal Licht anmachen. Danke. Das ist Lilé, ne? Genau. Wow, wow, wow. Das sieht aber sehr professionell aus. Als würdest du öfters Alkohol trinken. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe sowieso schon teilweise wieder... Von my pretty eyes. We like the hair. And the fit. Yes, yes. Pretty, pretty. So, auf einen Gym. Jetzt hat meine Arme. Woo! Doch, schmeckt gut, Ami. Hast du sehr gut gemacht. Das freut mich. Oh, schmeckt die Pizza. Früher kommen. Weil ja. Euer Umstyle länger dauert. Da. Und jetzt kommt Baklava. Es schmeckt. Oh, doch. Geil, ne? Ich bin geil. Baklava, Leute, kann ich nur empfehlen. Danach kriegt ihr Diabetes, aber dann schmeckt trotzdem. Aber es ist nicht das erste Mal, dass du Baklava isst, oder? Ich glaube sogar. Sogar schon? Für die Premiere auf Video. Mehr für uns. Es geht los! Wir machen das Was Sie dafür brauchen, ist Ihr Kennzeichen. Einfach auf kgrenz.de eintippen, Wunschtermin wählen und das war's. Rufen Sie jetzt Ihren Termin auf. Germany's Next Top Model wird dir präsentiert von Flaccocodi. Find your beauty every day. Die erste Werbung und ich werde jetzt mal meine Freunde fragen, was sie glauben, was die anderen Mädels zu bekommen. Was denkst du? Also, ich bin gespannt, was mit Ashleys Haaren passiert, weil ich finde ihre Haare mega schön. Und ich frage mich, ob sie ihren Afro behält, ob sie Braids bekommt. Also ich habe schon in der Vorschau rote Haare gesehen und ich glaube, dass Mareike das bekommt, weil sie so der Typ dafür ist. So ein crazy. Es wird auf jeden Fall bei Mareike spannend sein. Also es wird krass, aber ich bin so gespannt, Leute. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mal meine Kopfbedeckung zu ändern. Warum ist dieser Drucker? Soll ich ausdrücken? Nee. Ja, gleich ist es soweit. Nie wieder Hut tragen, Cap tragen. Ich habe auch echt keinen Bock mehr. 10 Sekunden, Leute! Jojo! Oh, jetzt sind die nicht da, ich glaub's nicht. Nee! Oh, geschafft! Oh, Marek ist so tough! Ja, das fühlt sich jetzt nicht an. Sie hat echt das Krasseste und sie wollen einfach mal gar. Wenn ich jetzt jemanden finde, dann denke ich, ich bin junge, ne? Das Geräusch ist so. Er sieht auch so ein Messer, ne? Das ist halt auch so. Das hört man, denke ich, so. Am Blondinen werden ja schnell mal so als Püppchen abgestempelt. Aha!
Finde ich halt nicht. Das ist auf jeden Fall eine krasse Veränderung, weil ich mag Veränderungen. Oh mein Gott, das ist richtig kugelrot. Oh, ist entweder Chanel oder Chantal. Ich rede null mit dir, Chanel. Null. Du bist so ekelhaft, ne? Du bist so ekelhaft. Das war's. Das ist neuen Haare. Gefällt es euch? Wie gefällt es dir? Sehr, sehr schön. Und dir? Unnormal nice. Sehr gut. Schönstes Umstyling bis jetzt. Ja, Leute, endlich. Ich habe mich schon mega daran gewöhnt. Ihr müsst jetzt mal sagen, wie ihr es findet. Dann wird er wegen kleinerer Delikte straffällig. Liegt kurz vor Abschluss von der Schule. Bereits mit 21 die Hauptrolle im Antikriegsfilm Platoon ergattert, wird er drauf gehen. Aber diesmal war es halt richtig wie so eine Fashion-Show. Mhm. Wir sind alle nacheinander. Und es war richtig geile Musik. Christian, you ready? Ah, oh, ich bin gespannt! Schon los. Oha. Boah, so Lean Rocket. Oh my god! I like when she uses her arms. Geil! Das wird fantastisch! She feels sexy. Oh, das hab ich gar nicht gehört! Das erste Mal, dass dein Walk auch richtig, richtig alles ja, stimmt. Das war so geil, ich hab mich so gefühlt. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott! Lilly! Ja. Damn! Ich will die Jacke auch haben. Ashley! Uff! Romy! Guck mal bitte, wie geil sie aussieht! Miriam! Damn! Da sind wir alle! Larissa! Amina! Manu! Ach so, jetzt noch bei Red kurz reinschalten. Das ist so eine komische Macke von mir irgendwie. Hab ich das Gefühl, das Wasser da ist sauber. Die Folge ist vorbei. Ich muss sagen, es ist auch echt immer irgendwie anstrengend. Ja, es ist wirklich anstrengend. Es ist immer ein Erlebnis. Das hat uns sehr viel Spaß wieder gemacht. Und jetzt machen Jojo und ich. Kannst du auf dich. Und gleich auf dem Weg. Wir müssen ja noch nach Hause fahren wieder. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Und es war ein sehr schöner Abend. Ich bin aber auch echt kaputt. Und wir sehen uns, denke ich, bald wieder. Bye.